Am Montag war bundesweit der Tag der Zahngesundheit. Gesunde Milchzähne standen im Mittelpunkt. Für die Kinder der Kita Bremer Stadtmusikanten in Pampow gab es von der AOK Nordost schon am Freitag eine Überraschung. Nach dem gemeinsamen Frühstück mit AOK-Maskottchen Julinchen warteten Pipo und Pipolina auf die Kinder. Die beiden Clowns erklärten in ihrer Zahnshow, warum es wichtig ist, früh auf gesunde Milchzähne zu achten. Dafür hat die AOK Nordost extra ein Vorsorgeprogramm entwickelt, junge Zähne. Hier können Kinder früher und öfter zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Außerdem halbiert sich der Eigenanteil bei einer späteren kieferorthopädischen Behandlung.